Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 20.000 Zuschauern ist die Lanxess Arena in Köln die größte Veranstaltungshalle Deutschlands. Eishockey und Handball zählen hier zum festen Programm. Zu den größten Sportarenen der Welt fehlt dem Kölner Prachtbau aber noch ein ganzes Stückchen. Die drittgrößte Sportarena Europas steht im belgischen Antwerpen. In der Halle steigen neben gelegentlichen Basketballspielen vor allem Bahnradrennen, 1958 erbaut, viermal renoviert, viermal ausgebaut, das Greensboro Coliseum hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Die Halle ist Teil eines großen Komplexes und zählt zu den größten in den Vereinigten Staaten. Ähnlich groß wie die Halle in Greensboro ist die Rupp Arena in Lexington. Hier finden die Spiele der Basketballmannschaft der University of Kentucky regelmäßig vor ausverkauftem Haus statt. Nicht schön, dafür umso imposanter, das Smart Araneta Coliseum auf den Philippinen ist mit einem Fassungsvermögen von 25.000 eine der größten Sportarenen in Asien. Auch der Sport- und Konzertkomplex Peterburg-Ski zählt zu den größten Arenen der Welt. Die Halle in Russland ist Schauplatz von Volleyball, Basketball und Fußballspielen und beherbergte fast 20 Jahre lang die St. Petersburg Open der ATP Tour. Die größte geschlossene Sportarena Südamerikas steht in Brasilien und hört offiziell auf den Namen Estadio Jornalista Felipe Drummond. Die Mehrzweckhalle fasst 25.000 Zuschauer und ist Schauplatz diverser Sportveranstaltungen. Die größte Multifunktionsarena in Norwegen ist gleichzeitig eine der größten Hallen der Welt. Bis zu 26.000 Zuschauer passen in die 2009 eröffnete Telenor Arena, in der neben Konzerten auch Fußballspiele stattfinden. Im Mai 2012 wurde die Baku Crystal Hall in der aserbaidschanischen Hauptstadt eröffnet. Bis zu 27.000 Zuschauer finden in dieser futuristischen Arena Platz. Trotz eines Fassungsvermögens von bis zu 30.000 Zuschauer je nach Veranstaltung ist das Velodrome in Gwangmyeon nur die drittgrößte Sportarena in Asien. Der Sportkomplex Olympijski in Moskau zählt vielleicht nicht zu den schönsten Arenen der Welt, bietet dafür aber mehr Platz als die meisten anderen Hallen. Die Halle bietet sage und schreibe 35.000 Fans Platz. Die Saitama Super Arena in Japan ist in jeder Hinsicht gigantisch. Im Jahr 2000 eröffnet, passen in den knapp 150 Millionen Euro teuren Bau sage und schreibe 37.000 Zuschauer. MMA-Kämpfe, Basketballspiele und diverse andere Events finden in dieser gigantischen Arena statt. Getoppt wird die Liste der größten Indoor-Sportarenen der Welt von der Philippine Arena. Die erst 2014 eröffnete Halle ist aktuell die größte, die es auf der Welt gibt. Punkt. Meist wird die Arena für Jubiläumsveranstaltungen zu nationalen Feiertagen oder Konzerten genutzt, aber auch Basketballspiele haben hier schon stattgefunden.